full control is in your hands. Alter, wo kommst du denn schon wieder her? 36. Zwei sind es. Hinterm Felsen ist auch noch einer, da kommt gerade noch angestiefelt. Kuckuck. 20. Was wollten wir denn noch? Was wollten wir? Weil der Agi doch schon ein Problem. Der schraubt sich mir zwar die Morpholons in die Luft. Ja, tschüss. Ja, geil, dann haben wir ja schon mal ein Quetzi. Ein Quetzi, wenn auch nicht den größten, aber okay. Jo. Also von denen, die hier waren, war es der größte. Schon kommen. Oder? Quetzi, ja, den kommen wir auf Level 20. Hä? Ja. Nee. Wie wirst du mit Level 20 an Quetzi damen? Nee, den kannst du doch nicht ab Level 20, ja. Hast du da eigentlich? Schon noch. Ich mach mal gerade. Ich bin noch nicht. 14, 15. Achso, das ist eh gut, entschuldige. 20. Quetzi 4, 6, 7, 76. So. Ja, das ist immer. Jetzt denke ich mal so, hä? Ich denke auch so Level 20, so was denn eingestellt? Nö, nee, da hab ich gar nichts getan. Hey, cool. So, und da links, wo ich jetzt noch immer flatter. Warte, ich muss jetzt mal, ich seh dich gar nicht. Da, ja. Da unten, also da unter mir in dem kleinen Gebiet, da wo die Felsen, da sind immer mal wieder ein paar Greifen unterwegs. Okay, hier ist ein kleiner See. Oh, mal schön. Ja, ich dachte gerade, ich sehe dich, aber das war ein toter Agi. Nö, ich bin nicht dort. Nö, ich fliege mal ein Stück zurück. Die Morphodons haben den einen wahrscheinlich platt gemacht. Jo, der schwebt oben, der Tote. Also den siehst du. Jo, und ich sehe auch dich. Wo denn? Rechts von dir. Ah, da. Ja, die alte Frau ist nicht mehr die jüngste. Ja, sonst wäre sie ja nicht die alte Frau. So. Warte. Wo sind wir überhaupt? Ja, aber Richtung Wüste geht's denn jetzt mal da lang. Was? Woher? Weiß? Ja, Wüste ist da drüben, richtig. Ja, richtig, gut. Aber das sieht man auch von Weitem an dem Stein. Ja, wie gesagt, da ist gleich mal die Alpha-Wand. Also du... das ist nicht groß, ne? Sehr klein, aber ich habe keinen Bock in die Wüste, weil da ist Deathworm. Ja, nee, muss doch nicht sein. Hey, wir haben auf jeden Fall schon mal ein Quetzal. So, und was ist hier in der Mitte los zwischen diesen ganzen Felsen? Wasser. Wasser. Ja, so. Du bist beim Wasser. Ja, nee, hier ist so ein Fluss oder sowas durch in der Schlucht. Ich flieg da mal hin, ich hoffe nicht, dass da mir jetzt gleich irgendwas entgegenkommt. Schnapp weg. Ja, du weißt ja, wie das ist. Nein. Denkst du, schön, dann gehen wir uns rum. Ich hab das Loch wieder gefunden. Das hier sieht aus wie ein alter Vulkan oder so. Ja, dann war es. Das ist ein erloschen, ne? Wo das Wasser durchrinnt. Dann weiß ich, wo du bist. Ach, hier ist auch wieder diese vollkommen überflüssige Insel. Wassertextur. Na, die Insel. Achso, die Insel, da bist du schon. Da hinten bist du. So. Ja. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt, schon mal noch ein bisschen Metall mitnehmen vielleicht? Können wir gerne machen. Aber überall, wo ich Metall sehe, habe ich auch 20.000 von diesen blöden Skorpionen und diesen ganzen Mist. Skorpione, Alus, USW. Ja, vor allen Dingen will ich nicht einen Metallspot haben mit einem, zwei so Dingern. Dafür lohnt sich der Aufriss. Achtung! Lohnt sich der Aufriss nicht. Nee, das ist wild. Das war. Also ich sitze jetzt. Ja, okay. Ich sitz, hab mich gerade hingesetzt hier. Habt ihr gesehen? Was siehst du? Schüttel. Ich werde mir doch bei dir in der Neben hinsetzen, weil ich muss erst Stamina tanken. Also, ja, dann machen wir das. Wupp. Damit wir es wiederfinden, hat mein Agi hier schön hingekackt. Yay! Da unten sieht doch gut aus mit Metall. Pass auf, wir sind noch gar nicht ganz da. 6 Alus, 2 Terrorbirds und 7 Rexe. Ich hab nur 16 von den Alpha-Teilen mit, also. Ja, es wird schwierig. Ich hab nie gedacht, dass das einfach wird. So, und vielleicht sollte ich erstmal gucken, dass ich meine Spitzhacke wieder auf die 1 baller hier. So. Jetzt hat das alles wenigstens. Aber es gibt's da unten nix. Nö, hier ist ein bisschen ruhiger. Hoch? Ich hänge hier gerade fest. Nö,
Freeze. Ah, Freeze. Und plötzlich bist du aufgeploppt. Hä? Ja. Und wieder Freeze. Ja. So. Ach, da weiß ich schon, wo das ist, ja. Das ist deswegen, weil da unter uns die Aberration Welt ist. Das Aberration-Ding, genau. So. Ich versuche mal ein bisschen was mitzunehmen. Von dem Quark. Doin, doin, doin. Ach ja, mit einer Third Person, dann sehe ich mich. Der lila nen Spitzhacke geht das relativ schnell. Ne, ich hab ja keine lila, ne, ich hab ja nur eine. Das geht genau. Brauchst du nur beim. Ja. Ey, cool. Ich nehme ihn da unten. Wurzelsteine. Und das Angenehme ist, auf ihr bis jetzt. Ich muss meinem Vogel mal ein paar Socken einschmeißen, weil der wird sonst verhungern. Socken? Was? Bam, bam, bam. Das. Das brauche ich. Achso, nicht. Achso, da hat er ja nichts mehr da drin. Da hat es ja komplett leer gemacht. Yep. Aber wir könnten den Quetzi auslassen und das alles in Quetzi parken. Wenn du das machen willst, hast du dann irgendwie hast du einen Sattel? Na, wir können ihn lernen. Ja, aber du das kannst ihn jetzt ja nicht craften. Na, craften nicht, aber dann könnte man das Metall und das ganze Zeug. Wolltest du ihn auch follow lernen. Oder was? Ja. Ja, mach du. Oder? Was wie du willst. Na, wenn ihr auf eine blöde Idee kommt, nee. Nee, lass uns den erstmal mit Sattel und so, weil der ist dann auch ohne Rüstung. Mhm. Wenn dann mal irgendwie so ein Agentavis Knoll kommt, haben wir verloren. Oder er. So, wie viel habe ich denn? Ach ja, 128. Ich hab 90. Zu ja. Home habe ich auch noch einiges, aber. Ja. Na gut. Bam, 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 bam. Daher, da nach oben hin gibt's noch. Ja, hier hinten Kristall. Ist auch noch jede Menge. Hier ist auch noch massig. Mhm. Landin. Hau zu! Metall, 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 Metall. Das ist so. Ach Gott, ist der furchtbar immer dieses. Da musst du aufpassen mit den ganzen Huge-Knöpfen hier. Ja. Sonst. Ja, das kennt man schon. Halt den Salat. Echt. Ja, ich dachte, der geht gar nicht kaputt. Ja, ich glaube, war da gerade. Ich habe schon 105, 110, 114. Ja, ich habe jetzt 117 aus einem. Also, die Steine schmeiße ich mal weg. Denn dafür haben wir jetzt ja ein proper Dödi. Zwei davon. Also, jeder ein. So meine ich. Okay. Oh Gott. Hier ist Obsidian. Mhm. Ja, mal ein bisschen mitnehmen. Sehr schlau, am Vogel aufsteigen und dann statt landen E drücken. Das ist geil. Ja, ja, du hast auch so ein Talent mit dem E drücken, ja? Mhm. So. Bam, 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 bam. Der sieht aus wie Camouflage, das ist unglaublich. Ey, also. Genial. Ich könnte das total verwechseln, wenn ich nicht wüsste, dass ich jetzt hier bin und nicht im einsamen Ark, dann... Hammer. Doch, wir gehen ja, in dem Obsidianer Glimit. Ja, ja. Was hier so rumliegt, dann das Teil ein bisschen. Ja, Kristall, mal bei uns im Weg her. Ja. Das würde jetzt eher zweitrangig machen. Achso, was? Okay, ich bin komplett hackevoll. Echt? Juck. Ich dachte, wir wollten noch spielen. Was säufst du jetzt? Ich bin hagelvoll. Ich bin hagelvoll. Schön nicht mit dir. Warum? Was? So, mal schauen, wo die Madame. Krokel Freeze. Ja, es liegt tatsächlich an dem Aberration. Ne? So. Bist du denn schon wieder? Immer noch hier. Hier waren so viele Steine. Steine vor allen Dingen, Metalldinger. Oh, Skorpione! Oh! Jo. Ja, da wo ist hier der Vogel? Genug. Also, ich habe jetzt 325 Metall. Und der Vogel ist halb voll. 380, wie? Ja.
und eine 30 Obsidian. Juhu! 30? Mhm. Ich glaube, ich habe 60, 50 und 60. Skorpione, kommt ja mal her. Ihr dürft dann darunter purzeln. Tja, tschüss. Falls ihr da herkommen was. Ja. So, ich hätte da noch eine glorreiche Idee. Okay. Und zwar, es ist jetzt 2:30 nachmittags. Ja. Yep. Also. Wir können ja. So, also 3:20 ist es. Um 3 würde ich mir gerne einen Kaffee machen wollen. Ja. Yep. Haben wir eine kleine Aufnahmepause. Jo, das ist damit das jetzt auch jeder mithören kann, auf jeden Fall. Ja. Und dann können wir ja noch Arken bis um 4. Danach würde ich gerne mit dir das andere Spiel mal testen. Zumindest mal testen. Ja, wie soll das gehen? Das ist ein Multiplayer, also das geht auf jeden Fall. Ohne Server aber irgendwie. Ich bin auch total voll und ich hab so ein blödes Pachinosaurus-Zeiss vor der Nase. Geh weg, Mann. Du könntest mir sagen, wo du bist. Ich bin immer noch da. Nein, immer noch da. Also wir waren doch da hinten eben das erste Metall holen. Ich bin nur durch die Bäume. Ich sehe dich, glaube ich. Jetzt ein bisschen rechts. 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 Immer noch rechts. Rechts. Ach, da unten. Rechts. Genau. So. Ach doch. Hier ist ja, wie gesagt, also wie ist es schon. Kein Problem. Ja. Also, oh, was habe ich eben gesagt? Wie viel Obsidian? 60? Keine Ahnung. Ja. Mach die 6, Mann. Mach mal die 6 nach hinten und eine 1 davor. Okay. Ihr kennt ja jetzt den Pachirino. Nee, bitte nicht. Warum nicht? Weil ich jetzt hier gerade so am Machen bin. Ich krieg von dem eine Gewisch bei meinem Talent. Okay. Oh, nee, warum hau ich meinem Vogel an? Nee, das ist ein Skorpion, Alter. Ach, hallo. Kleines Mist. 116. Echt? Ah, mein Vogel hat auch leichte Problematik. Na, ich gar nicht gehört. Was ist mit ihm? Ja, die haben sie anscheinend leiser gemacht oder so, keine Ahnung. Was. Ja, die haben doch sonst immer so laut, den hast du ja immer schon gehört, ne? Mhm. So ist aber wieder gut. Da hinten sind auch ganz viele. Den hab ich mit hergezogen, den Skorpion. Weil den hab ich da oben wollen ins Evolution-Gebiet anlocken, der wollte aber nicht. Der hat gedacht, nee, warte mal, ich komm mit und die sieht auch lecker aus, dann versuche ich's mit der. Lecker. Gut, ich bin auch rappelvoll, ab nach Hause. Oh, jup. Okidoki. Abfluch. Muss ich noch den, würde ich noch den Quetzi-Sattel bauen? Ah ja. Ja, an Perlen soll es ja nicht scheitern. So, fliege ich über Brüche? Genau. Weißt du nicht, wo du hin? Ja, doch, ich bin. Also, ich Richtung Vulkan, wie immer. Ja, ja, das ist immer gut. Das ist immer schon gut. Richtung. Ja, da bist du nie verkehrt. Ich sehe deinen Schatten. Ich sehe dich. Ach, Gallis. Man, gut, dass der Vulkan immer so gut zu sehen ist. Ja, yep, das stimmt. Von überall. Diese Dampfwolke, da kannst du ja nicht viel verkehrt machen. Stimmt. Alles super. Sie ist da unten im Verparty. Bärenparty? Bärenparty? Bären, ja. Bär 16, 48, nö. Nö. Ne 1 davor, das, jo. Dann hätte ich auch nochmal gesagt, Alter, ist mir scheißegal, wir halten nochmal an, aber so. Deswegen man. Ja, mit 136 der Ben oder Pachirino. Rex-Dame Level 12. Wow. A must-have. Was ist da im Wald? Ach, irgendwas Kleines. Im Wald. Wie gesagt, und also vom Vulkan aus gesehen, jetzt dann eh in die Richtung, wo wir schauen, rechte Seite. Ja. Da ist relativ. Also hinter den nächsten Hügel so gesehen ist, wo ich habe den Giga gesehen. Oh, was? Rechte Seite? Hinter welchem Hügel? Rechts. Da wo die paar Bäume da oben wachsen. Okay. Wo es ausschaut so wie ein bisschen Tundra. Komm, lass doch mal hinfliegen. Oh. Da wo es so dampft so. Da ist nämlich gerade so ein Wirbelsturm. Richtung, ja. Ja, da ist so ein Wirbelsturm gerade so gegangen. Da würde ich gerne mal. Das ist Richtung Wüste. Ja. Und übrigens, mir sind die doofen Rock Drakes, die was, wo ich die R geklaut habe, bis daher noch. Im Ernst? Ja. Oh, ich sehe einen Wirbelsturm. Ich weiß nicht, was der macht, ob der Damage macht oder das weiß ich bis heute leider auch nicht. Ich habe nur die ersten gesehen bei der. Okay. Oh, Freeze.
bei der Vorstellung der Map sozusagen und nur gesehen, als Spectator hast du, kriegst du ja keinen Schaden, nicht? Ja klar, ja. Das ist das Gleiche, wenn du in G10 unterwegs bist. Alter, warum zieht mich das so zurück? Was ist hier los? Keine Ahnung. Ich hab immer so ein... Ah, da unten ist schon mal Rex. Achso, ich bin so ein Rex. Hier, ich wollte gerade sagen. Weißt du, was ich meine? Da ziemlich... Da ist Rex. Ich muss ihn mal holen. Ja, der DS ist da ziemlich am ruckeln. Ja, ne? Ja, weil... Oh, es sind die Wirbelstürme. Also die fressen FPS en masse. Ja, und das setzt mich gerade immer so einen kleinen Setzer zurück. So, ich muss mich hier mal kurz hinsetzen. Ja. Voll mitten im Strom. Da kommt er gerade, der Wirbelsturm an mir vorbei. Hoffe ich vorbei. Nö, der ist drüben im Wüstengebiet. Nee, der geht hier am Strand längs. Nö? Da? Okay. Der kommt schon immer näher, siehst du bitte. Wir werden es wissen. Ja. Ich sag, ich hab da nicht wirklich Bock drauf, von einem Raptor da was runtergerissen werden, weil da ist Hilfe. Ich hoffe, der zieht uns nicht mit oder so, aber der Petrano bin ja auch nicht. Nö. Nee, der macht mal. Nee. Oh doch. Hast du den eine gesehen? Achso. Ja klar. So, das war's. Jetzt. Ist es wirklich nur optisch? Deko. Deko-Spiel. Ja, weiß ich nicht. Also ich hab jetzt nichts abgekriegt. Nö, ja. Es gibt da keinen Buff oder so irgendwas. Nö. Aber es ist halt witzig. Vielleicht sollte das mal was werden. Das kann ja sein. Ist schon möglich. Wie gesagt, also wenn sie die Mod nicht die Map nicht weiterentwickeln. Ich werde immer noch hin und her gezogen, ne? Sind wir so ein Stück zurückgesetzt. Ah, Rubberbanding. Voll ätzend. Mammuts. Jutis. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Nur mit Vogel, Juti ist. Abstand. Ja, der Abstand. Macht einen Abgang wieder. Die fliegt da immer sehr, sehr hoch. Rhinos und Schweine. Siehst du da unten den hässlichen grünen Schubsi? Level 12. Sieht man nicht. Was ist da? Raptor. Warum werde ich immer wieder zurückgezogen? Keine Ahnung. Das nervt. Ja. Ihr Tyrannos 56, okay. Ja, nicht schlecht. Ein Vogel. Alpha Kano. Was? Wo? Nee, vom Beauty. Warte mal. Oder wo? Warte doch. Alpha Kano. Alter, lass das doch mal. Alpha Kano, was? 44. Und da ist ein. Yuti-Ranos, genau, in der Nähe vom Yuti. Und der Yuti ist weiß-rot, so voll cool. Das wäre super, aber nö. Nicht mit dem Alpha-Kahn, Walter. Nee. Was bist du denn? Da unten ist auch ein Yuti, was bist du? 36, nö. Danke, Rudel Wölfe hinten her noch. Ja, klar. Ja, sehr geil, ja. Total normal, ja. Wieso ruckelt das gerade so extrem, ey, wie das abnervt? So. Ja, das habe ich auch war da, gell? Das ist, glaube ich, wirklich. Ah, ich sehe den Alpha-Kahn. Ja, und hier an der Ecke. Ist... Jetzt, ja. Ja, genau, und hier ist so ein weiß-roter Judy oder so. Unten irgendwo. Am Strand, ja. Ja. Ja, den sehe ich. Ah, der ist echt. Das ist auch 104er Kahn oder so. Aber der ist hübsch. Juti 60. Ist schon nicht schlecht. Ja. Und hübsch ist er schlecht. Auch, aber. Mit dem Alpha Kano jetzt eine. Vor allem das Problem ist, wenn wir mit den Vögeln dazu befliegen. Ja. Werden unsere Vögel hinweggehen. Nee, lass mal lieber. Ja, das Gerucke hier geht mir auch echt auf den Zeiger. Ich weiß nicht. Ja, das ist aber nur in der Ecke, komischerweise. Ja. Das ist. Da ist. Irgendwas ist hier nicht richtig. Hast du das auch, oder was? Ein bisschen die immer so. Bist immer zurückgesetzt, so. Ja. Weil da hinten ist eine Wüste und sobald man da ein bisschen aus dem. Aus ja, dem vielleicht Gebiet ist die da, nicht ganz fertig, weißt du. Na, aber sobald man da ein bisschen aus dem Gebiet außer fliegt Richtung Wüste eben, ist es weg. Ja, ich muss mal kurz sitzen. Was ist da unten? Noch ein Topf. Ja.
Ich setz mich mal ganz kurz. Ich hoffe, hier passiert jetzt mal nicht so viel. Ach, Döti ist jede Menge. Mammut. Mammuten. Ja, hätte ich auch kein Problem mit, finde Megatherium. Agis. Aber nicht 28 Mädchen. Nö. Nein. Kängurus. Die sind mega geil. Die sind lustig. Ach, da gibt's die Ölkäfer. Okay. Und schnell. Oh, Juti, oh, ohne Ende. Ich muss hier weg. Ja, du knackst da ziemlich im Dings. Ja, es sind vielleicht ein bisschen viele Jutis. Ja, kann ja sein. Also ich bin jetzt mal hinten am Strand Richtung Wüste. Ja, bin ich auch gerade. Ich habe gerade noch einen Jutti hinter mir gehört irgendwie. Der rumbrüllt. Mhm. Oh, so. Oh, ah, jetzt hast du recht, jetzt ruckelt's hier am Strand, ja. Ruckelt's nicht mehr so, das ist ja. Echt nur die eine Ecke. Das ist nur Ecke. Da oben, das Eck. Vielleicht liegt es tatsächlich an den Newties, weil das so viele... Alter, was ist hier denn los? Ein paar Skorpione. Da so 8 oder 9 auf einem Haufen. Wie schön. Mhm. Aber nicht beim Loot irgendwo, oder? Nö. Nee, die haben hier irgendwie so ein Viech zu packen. Keine Ahnung. Konnte einfach mir egal, nur 124. Ja, okay. Schön. Ich glaube, dass das deswegen daran liegt, dass... Da kommt auch der Wirbelsturm. Der Wirbelsturm, ja. Ich sehe dich, glaube ich. Jupp. Ja. Moin. Guten Tag. Guten Tag. Hier oben, ne? Mhm. Oh, wie fürchterlich. Ja, also das Gebiet... Ja, das nervt, ne? Mhm. Das ist ziemlich nervtötend. So, da kommt vor allem, wenn das noch nicht mal ist. Aber... Bending Post, wenn du wieder zurückgesetzt wärst, ja. Die ganze Zeit, das ist echt nervig. Aber der Wirbelsturm eiert direkt echt am Strand längs, wie du siehst hier. Mhm. Aber wieder Schaden oder sonst irgendwas? Also, ich werde doch nicht weggewirbelt oder. Die haben auch irgendwie eine Ähnlichkeit mit Atlas-Wirbelstürme. Wenn ich sie mal so anschaue. Ja. Von Entfernung, also. Das war nicht so doll, ne? Naja, Deko. Mhm. Alles klar. Mhm. So, ich fliege jetzt mal hier so rüber. Mhm. Ja. Ich schaffe es, finde ich doch noch. Mammut. Ist das? Ja, da sind mir zu viele Jutis. Ich mag gerne Mammuts, aber. Nein, ich bin auf der anderen Seite. Ganz, links, so ein bisschen. Ach, okay. Unter mir ist ein Juti. Was bist du? Löffel 4 und 3 Kanus dabei, wie immer, diese Schisser. Also, Jutis sind echt Schisser. Ja, ja, klar. Wer braucht sonst Verstärkung? Ja. Schon klar. 20. Direwolf. Hier läuft ein einsamer Typ. 20, 40. Bist du in der Wüste? Mhm. Auf der anderen Seite. 16. Auch Stamina, das hilft alles nichts, ob der hier rumläuft und dann haben wir schon die Schaufel um. Und mir ist warm. Aber der Vogel ist bereit. So, und jetzt fliege ich rüber zu diesen. Apparition Bäumen hier. Apparition Bäume? Ja, ja, diese komischen Bäume mit den blauen Blumen da dran. Ach so, schon, du bist schon da Richtung Vulkan ja. Unterwegs. Ja, das andere ruckelt mir zu doll, das nervt. Ja, ich mach da jetzt auch einen Bogen um. Aber wie gesagt, eben auf der anderen Seite entlang. Ja. Weil das war ja irgendwie so ein bisschen die Giga-Ecke. Was war da? Daedons Schweinchen! Hey, Pumas! Oh, die legen sich mit dann 44er Volirino an. Okay. Aber ich habe nicht wirklich ein hohes Mammut irgendwo gesehen, weil so. Nö. Ach, so wichtig ist es ja auch nicht. Das, ist den Lieber. Das kann man so nebenbei mal, wenn man zufällig eins erwischt. Mm. Was hat er denn? Juti. Ja, die sind da echt extrem. Also. Ja, alle Bobas sind einfach Farbs. Mir ist ein weiß-roter Männchen mit Level 48. Okay. Ja. Nö. Ach, ja. Aber der hat Level schön, weil weiß und rot finde ich total krass bei so einem Juti. Wow. Okay, ich weiß jetzt, wo der rote Orb eigentlich ist. Okay, eigentlich. Mhm. Ja, irgendwie gibt's hier ja keine. Nö. Nee. Terminal roter Obelisk. Okay. Alles klar. Was seid ihr denn? Ach, eine Galanias. Mhm. Das sah gerade ganz komisch aus. 14, 12. Wow, das war doch mit 100. Agi 116. Aber sehr schön. Argi mehr.
Also ich nehme gerne einen, weil ich habe gern einen, der mehr Leben hat und einen, der gut tragen kann. Mhm. Je nachdem ja. Immer so, weißt du? Ja, mal schauen, was da noch so kreucht und fleucht. Ja, wenn da jetzt zu viel los ist, dann lass ihn aber. Nö, also einen Agi nehme ich gerne noch einen zweiten. Nö, es geht eigentlich. Wie gesagt, und ich bin ja unter Anfang sein eh gut bewaffnet. Und du kennst meine Zielgenauigkeit. Ja. Also, ich glaube, da habe ich schon ein bisschen Routine. Ach, falsch. So, ihr könnt euch einmal das fressen. Sagen wir, da kein Juti in die Quere kommt, ist mir das egal. Oder Giga, weil ich gerade im Ding bin. Ja, oder das. Aha. Oh, wenn du so Richtung Vulkan fliegst, es gibt hier einfach nicht ein Millimeter Platz, wo du mal kurz Stamina laden kannst. Nö, also das ist echt heftig. Egal, wo du bist, entweder sind da gerade Vögel oder du hast einen Rex. Oder. Eieiei, hier ist nur Action. Stimmt. Aber eine Ecke, es hilft alles nicht. Ich hätte mich an den äußersten Rand verflüchtigen. Hey, Agi, mach keinen Fehler. Leg dich schlafen, okay, das geht. Na, komm her da. Oh. Hey, was haben denn jetzt für Hitbox? Ich weiß nicht. Hitbox. Ja, die war mal größer, das ist richtig. Die war mal größer. Schnell weg hier, das ist mir hier alles zu ungeheuer. Wow, falsche Taste. Du, die stirb. Okay. Dadurch wird das auch nicht besser. Jawohl, dann ist es etwas besser. So, armer Mammut. Also wenn es damals wirklich so gewesen wäre, mit 1 Milliarde Schubsis, ne? Dann bin ich froh, dass ich nicht da gelebt habe. Mann, ey. Wo immer du hingehst, schubst, Alter. Kano, Lost Man Agi. Ich schub's mal zum Einkaufen. Gott. Hey, könntest du bitte doch sterben, wie wer denn? Ja, oder? Stell dich doch nicht so an. Ich bin gerade bei deinem Friedhof angekommen. Den trifft ihr wahrscheinlich den Agi noch. Und was rennt da rum? 2 Stegos, ein Galli. Dann wolltest du gerne dazu, oder was? Du hast schon ganz schön viel um die Ecke gebracht, ne? Wie muss in der kurzen Zeit, Alter. Und ich mach so einen Aufriss wegen einem Rest. Ja, ich verliere sehr ungern Tiere, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich auch. Oh Gott, wenn ich die denn schon hab und schon so lange dann auch oder so, dann... Oh Gott. Da bin ich immer fertig. Hey, was ist denn da los, hey? Bin ich zu doof, den zu treffen? Ah, na, jetzt. Leg dich hin, Junge. Nicht abhauen. Du sollst da bleiben. Hey, ja, schon gesagt, wir haben Quetzal, yeah. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Ich überquere jetzt Botanica. Ich bin noch in der Tundra unterwegs. Ja, macht ja nichts. Und jagt den doofen Agi. Aber ich bin sowieso viel zu schwer, also ich muss dann gleich irgendwie sehen, dass ich die Batterie loswerde. Doofi. Kannst du jetzt bald mal nach unten kommen, oder wie? Guck. Ja, aber es ist vom Zeitplan her sehr gut. Wenn ich gleich zu Hause bin mit dem Vogel, dann ist es kurz nach 3. Dann gibt's erstmal einen Kaffee. Ja. Auf der Baustelle wäre es was anders, aber. Okay, super, Landeplatz, perfekt. Ja, du kannst dich. Du darfst dich wehren, du Doofi. Oh, Vogel. Ja, wir sind an Loki Space, dann muss das ruckeln. Sonst sind wir nicht glücklich. Ja, ist nochmal ein Loot. Wenn ich sowieso sitzen muss, kann ich auch kurz mal reingucken. Was gibt's hier Schönes? Ein Fiomia-Sattel. Da siehst du, ich hab gar keinen. Wie super. Nehm ich. Ich hoffe, Camouflage kann das noch tragen. Der denkt auch, wirst mich verarschen. Autsch! Aber natürlich. Ja, genau. So, jetzt rechts mal. Wo ist denn das Doofi jetzt? Wo
Hagi? Hallo? Caprosuchus-Sattelbauplan. Danke, nein. Ich glaube, den habe ich schon 6-mal. Oder so. Wärst du die jetzt hinlegen? Verflucht nochmal. Redest du mit dem Vogel? Ja. Der ist auch mal doof. Natürlich ist er das, wenn er zu uns gehören soll. Aber der ist schön so rot, braun, weiß. Unterweibchen. Elektroschocker. Hä? Ah ja, der ist Vogel. Ich hab einen Elektroschocker. Noch nie benutzt. Du? Ich habe jetzt 15 Pfeile für den Scheißvogel gebraucht. Oh. Ich und meine Zielkünste. Hilfe. Nee. Belzebufo-Sattel. Überragend. Toll. Wow. Naja, vielleicht kriegen wir mal einen Frosch. Ja. Oh, bei meiner Todesbrücke. Ich habe noch nicht mal einen gesehen. Okay, wir haben nun ein zweites Weibchen, Argi. Mit 116 zur Zeit. Ein Weibchen. Ja, du hast das Weibchen, ne? Ich habe nämlich den Männchen. Den ja, Männchen. Wie gesagt, der nächste wird auch. Das nächste Argi wird auch. Ja. Nämlich so, was bist du? Von Mammut, Level 8. So wie das arme Sau. Sorry. Ja. Hallo Arthur. Na, mein Freund. Yeah! Deine Krake, die hast du auch super geparkt, ne? Schon, gell? Die ist so von oben herunter. So ja, so, die ist so von oben herab. Das ist so typisch Krake, weißt du? Ist gar keine. Das ist nämlich eine Krabbe. Das noch zusätzlich. So, jetzt ein Abflug. Außer mir läuft jetzt echt noch ein Giga über den Weg, aber dann muss ich. Hallo Leute. Gammellotte. Sammellotte, nicht Gammellotte, Alter. Gammellotte. Oh, da ist ein Dödi aufgestanden. Juhu. Cool. Ja. Ihr da ein Dödi, Level 16. Nicht, ne? Nein. Ich glaube, nee, mir reicht dieser eine und der hat dann noch ganze 4 Level. Das ist doch mal richtig geil, oder? Okay. Ich gebe dir mal eine 4 ins Gewicht. Mhm. Erstmal. Schafe, jede Menge Schafe. 159, was sagst du? Cool. Geil, oder? Mm. Ja, können wir nicht meckern. Sehr cool. So, du kannst dann hier. Empanisches Fiumia. Unterm Dach parken, wo die anderen auch stehen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Fiumia Level 64. So, okay. Bei den Enkis. Panisches Pferd flieht vor. Ja. Mikroraptor. Ah, die sind so ätzend, die Viecher, ey. Oder? Ach. Ach, ich kann das gar nicht so tragen. Ja, beklopplich sieht das. Rex Level 4. Ja, den muss ich haben. Ich bringe ihn da schon mit. Oder ja nicht, der Rappelhund. Dürfte ja nicht lange dauern. Was war das? Ach so, Ovis. Schafe, jede Menge Schafe. Ja, da haben wir doch Hammelfleisch. Ja, en masse, aber das ist halt ziemlich gemeine Ecken da. Ja, muss nicht sein, aber kannst du weggreifen. Dire Beer 116. Oh, Bingo. Geil. Aber richtig aber Bingo, Alter. Egal. Das Männchen, aber das ist mal egal. Ja, der wäre mir auch egal. So was geil. 56, okay. 116. Ich brauche ein Schaf. Ja. Eben waren doch da 100.000 Ovis. Jo. Was ist denn mit dir? Der Rex ist da oben noch nicht ganz durch. So, wo waren die jetzt? Tafel, hallo. Tafel. Hallo, Tafel. Hallo, Tafel. Ach da. Boah, 116 ist natürlich schon super. Echt geilo. So, ich nehme jetzt mal das Matten wieder raus. Und schmeiß das schnell in den Redwood Feeding Truck. Wie heißt das? Redwood Feeding Truck. Ja, oder so. Und ich hab Nebel, na toll. Na yay. Hauptsache finden sie ein Bär wieder. Jo. Ich hab auch nicht viel Primate oder so. Nö. Achso, vielleicht sollte ich mal was mitnehmen. Pass mal auf, das ist eine gute Idee. Sind die am 10er Stack? Sehr schön. Die was? Die Primates. Ah, da ist er. Jo. Und dann werde ich jetzt mal ein paar braten gehen. Das geht ja schnell. Jo. Ja, die brauchst du ja sicherlich auch für irgendeinen Kippelscheiß. Möglich. Wenn du geräuchert hast oder so. Gucken.
Ne? Brauchst du ein heroischer Fili. Ja, ist nur so. Und da sie so schön im 10er-Stack sind, überleben die das gut. So. Ein Pfeilchen, zwei Pfeilchen, drei Pfeilchen. Geh in die Knie. Blaue Augen. Hey, bleib doch da, Bär. Teddybär. Oh, da liegt er. So. Yeah. Ich habe einen Bauplan für eine überragende Gilly-Brustpanzer-Geschichte. Okay. Ich behalte es einfach mal, ich weiß nicht. Den Fiumia-Sattel würde ich das arme Sau aufpacken. Ich denke mal, da brüllt doch die ganze Zeit irgendwo Rex. Was ist denn los dabei, so blöde Sau? Blöde Sau! So, und jetzt? Obwohl, so. Uncry. Guck mal, da kackt er gleich drauf. Das ist doch geil. Der Scheiß auf den Sattel. Das ist doch echt das dumme Sau, oder? Das endlos, das endlos dumme Sau. Der ist jetzt 172. Ja, das ist doch schön. Geht echt schnell, oder? Sehr cool. Ja, okay, mit dem Romaten ist es relativ schnell gegangen. Ne? Ja. Muss nur aufpassen, dass nicht da irgendwie was zwingenstiefelt, was mir nicht ganz gefällt. Naja, richtig. So, und jetzt dann habe ich Cryopods auch nicht mehr frei. Okay, jetzt kann ich nach Hause flattern. Außer natürlich. Vielleicht da irgendwo ein Giga über den Weg. Weil den kann man stehen lassen, auch noch ein 10, wenn das ist egal. Aber es schaut nicht so aus, dass am Anfang viel zu viele Pflanzenfresser. Okay, mein Vogel ist Bumpe, Hacke voll. Alter, jetzt ja, laufen die Dinos schon. Was ist denn los bei euch? Oh. Was ist da los? Das würde ich auch gerne wissen. Ja. Ach ja, ich habe noch 380 Metallindus. Ach ja. Ja, da war ja was. Überhaupt schleppst du alles mit. Den Quetzi noch. Ja, den Quetzi auch. Ja. Aber den habe ich nicht auf voll und habe ihn gebockt. Ja, na besser ist. Weil der, wenn der mal da irgendwo notlanden müsste. Nee, das ist scheiße. Einfach zu gefährlich. Ohne den. Was ist das? Was ist das? Stegos, okay. Das sind die großen Kentros.